Hallo meine Lieben, und heute war ich mal einkaufen. Oh, ich habe ein Plakat gekauft. Und das Mädchen, wo wir zusammen das Plakat gebastelt haben, weil ich habe ein schöneres eigentlich gemacht, mit meinem Namen Candy Life, das stand im Regen, weil ich wurde spät abgeholt von der Schule. Und dann ist es kaputt gegangen, es ist zerlaufen. Nicht schlimm, das Plakat ist auch so schön. Und der Boden, finde ich sogar sehr schöner, sogar finde ich ein bisschen schöner. Aber jetzt fangen wir einfach mal mit dem Video an. Let's go! Also Leute, ich war heute einkaufen, habe ich ja schon gesagt. Und habe mal Ritter Sports ganz billig gesehen. Die waren sehr reduziert. Und habe ich mir gedacht, mache ich doch mal ein Video, wo ich 4 Sorten teste, die ich noch nie probiert habe. Und das ist einmal Nusssplitter. Wirklich, aber von Rittersport. Von anderen habe ich schon mal probiert, aber nicht von Rittersport. Nougat habe ich noch nicht so richtig probiert. Pfefferminz habe ich zwar schon mal probiert, aber nicht so rausgeschmeckt. Und Buttermilch. Buttermilch, Zitrone. Gibt es nicht so lange. Es ist, glaube ich, neu geworden. Deswegen kenne ich es auch gar nicht. Aber wir fangen mit. Oh meine Güte. Wir fangen auf jeden Fall an mit Nussblätter. Und dazu können wir einfach das so auf. So. Und dann hat man hier gleich schon. Ich werde das später nochmal zeigen. Aber ich denke, das weiß jeder, wie das geht. Und dann öffne ich es hier. Und nehmen wir gleich ein Stück, und wie es aussieht, ist schon mal wie die ganz normale Rittersport, hat aber beziehungsweise hier so ein paar Nussstückchen. Da fliegt auch schon ein Nussstückchen raus. Sehr lecker. Ist aber auch sehr, sehr süß. Nicht so süß. Sorry, Leute. Legen wir das Ganze mal hier dazu. Da ist es. Jetzt spüre ich kurz meinen Mund aus. Meine Kamera geht endlich wieder. Und als nächstes kommt Nougat. Okay, ich zeige euch nochmal, wie das man aufmacht. Also hier nach unten. Das Ganze. Und dann Knick. Und dann, wenn man Glück hat, öffnet sich das hier ganz schön schnell. Und im Nougat sehe ich schon was anderes drin, anstatt diese Nüsse. Und zwar, da sehe ich so eine Mousse drin. Und der ist doch ganz schön flüssig. Sehr flüssig, eigentlich. Wisst ihr, mein Mikro ist aus, ihr hört mich ja von leise. Ich mach's gut an. Ja, und jetzt hört ihr mich ein bisschen lauter. Also, es schmeckt sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Nett. Also es schmeckt sehr, sehr gut. Sorry, dass ich gesagt habe, weil ein Besuch kam hier rein. Ich habe hier auch gleich Erdbeeren, dass ich. Aber die gehen zu diesem Video eigentlich gar nicht an. Und jetzt schmecke ich Pfefferminz nochmal raus. Ich trinke so einen Schluck Wasser. Und los geht's. Jetzt habe ich das Mikro schon wieder leiser gestellt. Egal, jetzt lasse ich das einfach. Heute ist das Mikro mal durcheinander. Und schreibt mir in die Kommentare, wenn ohne das Mikro es auch laut genug ist. Jetzt habe ich gerade ohne Mikro. Und das Mikro, warte, ich halt ein. So, es ist lauter und ich hoffe, ihr hört. Aber ihr schreibt es nicht. Ich mache wieder das Mikro aus. Gut, jetzt ist das Mikro aus. Und das ist nicht mehr angeschlossen. Und jetzt, also ich habe es hier übergestülpt. Und dann, wenn man Glück hat, öffnet es sich ganz schnell. Und es riecht schon wie mein EOS. Hier.
stelle ich hier gleich dazu. Sehr, sehr lecker. Oh, und ich sehe die Füllung schon hier. Genau, die sehe ich jetzt schon. Die ist ganz schön weiß, wie auf dem Bildchen. Ich zeige euch das gleich noch besser. Und zwar, sie wie Rittersport, nur ein bisschen dunkler. Ja, einiges eigentlich dunkler. Mit dunkler Schokolade wahrscheinlich. Jetzt beiß ich mal ab. In einer weißen Füllung. Wenn man hier auch sieht. Sehr, sehr lecker. Es riecht sehr nach Minze jetzt mit Geruch. Mein Mundgeruch. Mein Mund. Ach, Minze. Hält aber nicht so lange, weil ich das natürlich schon kenne. Wenn man es wahrscheinlich lutscht, dann hält es lange. Und jetzt knickt ihr das wieder, stoppt ihr das rüber und dann knickt ihr. Habe ich an der falschen Stelle, Mist. Okay, ich mache es kurz hinter der Kamera. Und super geht's auf. Okay, jetzt hat es gerade nicht so gut geklappt. Das ist das, ist ganz weiß. Ist ganz weiß im Gegenteil zu dem und dem. Hat etwa so eine Füllung. Schmeckt sehr nach. Ist sehr süß. Das ist natürlich jetzt ist Geschmackssache. Schmeckt wirklich nach Zitrone. Aber was ich kenne. Sehr so nach Zitrone, aber nach süßer Zitrone. Den Geschmack kenne ich immer her. Also, ist aber sehr, sehr lecker, würde ich sagen. Das außenrum, also hier gleich. Das außenrum schmeckt nach weißer Schokolade. Innen ist das gefüllt mit Buttermilch-Zitrone-Geschmack. Pfefferminz hat zum Beispiel hier schwarze Schokolade mit Pfefferminz gefüllt. Rittersport hat Nougat und Nussblätter hat Nüsse drin. Alles schmeckt sehr gut. Und zu dem Eos kann man sagen, dass er wirklich so schmeckt, er so riecht wie das. Und ja, ähnelt sehr. Danke für das Video. Oder eher gesagt, danke, dass du das Video angeschaut hast. Hinterlass mir ein nettes Kommentar und gib mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Oder wenn es mir nicht gefallen hat, dann gib mir einen traurigen Erdbeerdaumen runter. Das bin ich ganz traurig. Und natürlich nicht, aber es wäre natürlich schön. Und ich bin immer traurig bei Daumen nach unten. Aber ignoriert, was ich sage. Seid nicht Mitleid. Macht eure eigene Meinung. Und wir sehen hier nochmal alle Sorten. Ich lese sie nochmal einfach. Nussblätter Rittersport, Nougat Rittersport, Pfefferminz Rittersport und Buttermilch Zitrone. Okay, jetzt habe ich gerade nichts gesagt, weil mein Mini-Mikro nicht an war. Mein Mini-Mikro tut nur leicht betonen. Hier ist Ritter Buttermilch Zitrone mit Sommergenuss. Hier nochmal Pfefferminz, Nougat und Nussblätter. Und danke, dass ihr das anschaut. Und jetzt probiere ich nochmal. Und am besten hat mir geschmeckt. Nougat. Und Pfefferminz.
natürlich Geschmackssache. Tschau und danke fürs Anschauen. Tschüss.